Wir beschäftigen uns ja nun schon seit vielen Jahren mit der Thematik der Verwerfungen, die natürlich auch aus dieser ganzen Position heraus resultieren. Denken wir einfach nur an den Umgang mit der Umwelt. Wir bewegen uns ja in einer dramatischen, linearen Situation, wo wir letztendlich nur Ressourcen in Müll verwandeln. Und dieser Prozess, der zieht sich ja letztlich durch alle Parameter durch, mit denen wir überhaupt zu tun haben. Ob das die Zerstörung der Umwelt an sich ist, ob das der Umgang, und das ist ja ganz wesentlich auch, und das wissen ja auch viele, dass es eins meiner Herzblutstropfen sind, die mich berühren, das ist der Tierschutz und der Umgang mit den Tieren. Wir nennen es Nutztiere. Ich finde es immer dramatisch, wenn ich einen LKW vor mir fahren sehe, wo drauf steht Viehverwertung, viel ab. Artiger und abwertender kann man unsere Mitgeschöpfe kaum noch bezeichnen. Und ich versuche immer einen Blick zu erhaschen, wie mag wohl dieser Fahrer aussehen, der mit so einem LKW hinten seine Deportationen durchführt. Und ich finde das einfach wirklich dramatisch. Aber so ist es halt. Und wir wissen, dass die Lobby natürlich auch das Machtzepter in der Hand hält. Und wir sehen natürlich auch, dass die offiziellen Behörden, die sich groß auf die Fahnen schreiben, wir fördern den Tierschutz, die Umwelt und so weiter, natürlich letztendlich auch meist nur Lobbyarbeit machen. Und aus diesem Grunde lässt man die Großen mehr oder weniger ziehen. Und wenn ich sehe, was in der Massentierhaltung läuft, da müsste der Tierschutz, der muss eingreifen. Die Staatsanwaltschaft müsste täglich aktiv werden. Das tut man leider nicht, weil Geld regiert die Welt. Das kennen wir. Eins der wesentlichen Probleme ist dann, um sich zu profilieren, wenn die Beamten losgehen, um eben halt Karriere zu machen, dass man dann sich an ja, Personen, die tatsächlich richtig ticken, die vernünftig und sich gegen den Mainstream wenden, aufgeben, ihre eigene Position auf Luxus jeglicher Art verzichten, um Gutes zu tun. Und die entsprechen dann vielleicht an irgendeiner kleinen Kante vielleicht nicht hundertprozentig der Norm. Und den macht man denn den gar aus. Und das sehe ich immer wieder, dass man sich genau an diesen Menschen dann vergreift, die wirklich Gutes tun. Und wir sehen es immer wieder bei eben Gnadenhöfen, wie in den akuten Beispielen, die wir zurzeit ja auch bearbeiten, dass man dann dort versucht, sich überhaupt noch einen guten Namen zu machen. Wir sehen auf der anderen Seite Pferde auf den Weiden, die wirklich völlig abgemagert sind, für jeden sichtbar. Tiere, die in einer absolut schlechten Verfassung sind. Aber dann gehört ein solcher Mensch, der die Tiere eben halt hält, zu einem Bauernverband und der ist wieder in irgendeinem Landwirtschaftsverband und der wieder in irgendeinem Bundesverband und dann gibt es da eben halt bestimmte Positionen. Diese Absurdität muss letztendlich auch irgendwo ein Ende haben und die Leute spüren das auch, glaube ich, immer mehr. Ich bin der Meinung, dass wir es schaffen können, die Menschen erst einmal in eine Entfernung der Verelendungsangst zu bekommen. Denn sie leiden momentan unter Verelendungsangst. Sie fühlen sich auch als unterdrückt, sie fühlen sich schlecht, sie fühlen sich schuldig. Das berühmte Prinzip, um Menschen zu führen. Wenn man dieses System, und das hängt am Geld- und Finanzsystem, entfernen würde, dann würde plötzlich auch von alleine eine Kreativität entstehen. Und wir sehen es immer wieder, dass derjenige, der unterdrückt wird, sogar häufig noch Personen sucht oder Wesen sucht, die unter ihm stehen, um sie noch weiter zu drücken. Ein ganz klassisches Symptom unserer Zeit, das letztendlich hängt und mit diesen ganzen Grundsystemen der Finanzwelt, der Wirtschaftswelt zusammen. Wir wissen, wenn einer alles für Geld macht, dann macht er auch für Geld irgendwann alles. Und das ist der Punkt, den wir erreicht haben. Und dieser Massenmord würde dann sich von alleine auflösen, weil viele Menschen plötzlich feststellen würden, mein Gott, man geht mit mir gut um. Das wäre dann ja der Effekt. Also gehe ich auch mit meinen Mitgeschöpfen anders um. Und da liegt eigentlich der Knackepunkt.